Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeanGDrive. Ja, heute haben wir eine geupdatete Version des Blister Compacts aus GTA 4, jetzt in der Version 5.0. In der Version habe ich ihn noch nicht getestet. Download-Link ist vielleicht in der Videobeschreibung, ich weiß es nicht. Im Notfall einfach bei auf der Seite von BeamNG gucken, BeamNG.com, da findet ihr ihn automatisch. Auf dem im Vehicles Forum. Ja, Blister Compact GTA 4. Dann nehmen wir einfach mal die Alternative Full Tuning und Full Tuning. Gucken wir mal, wo der Unterschied genau ist. Also das ist Full Tuning und Alternative Full Tuning. Da hat sich, glaube ich, das Dach und das Heck verändert, oder? Yep. Wir nehmen natürlich das Alternative Full Tuning und dann. Was passt denn zu so einem Blister Compact? Was passt denn zu dem? So ein dunkles Blau? Weiß nicht. Probieren wir es mal. Passt gar nicht zu dem, sorry. Da muss man schon drauf achten. Mal sehen, ob das halbwegs passt. Boah, das sieht ja immer scheiße aus. Schwarz, Ende. So. Ich denke, verändert hat sich nicht viel. Interior sieht natürlich immer noch so aus. Warte mal. Ha! Guck mal, was drin ist. Kommt mir das nur so vor? Oder geht die Kamera jetzt nach links und rechts, wenn ich lenke? Muss mal darauf achten, bitte. Ich meine, die Kamera geht nach links und rechts. Ja, die geht nach links und rechts. Haben wir jetzt eingefügt. Dass sich die Kamera bewegt mit einem der Updates. Das macht ein viel. Das lässt natürlich alles um einiges schneller aussehen, dann, weil sozusagen mehr Bewegung drin ist, so als würde man drin sitzen. Ich möchte irgendwie jeder mal mit seinen Problemen. So, komm. Aber das ist cool, dass jetzt drin ist die Dynamic Camera, die Drowsys haben ja vor 2-3 Monaten, ich glaube so 200 Monate etwa, auf seinem Kanal mal gezeigt hatte als Test. Jetzt natürlich das finde ich ganz geil. Übrigens, da heute gefragt wurde, übrigens die Dying Light-Folge war aus Versehen so früh da. Die ist jetzt aber da. Ja, warum? Da hat mich einer schon gefragt, warum ist Dying Light nur 10 Minuten lang? Also erstens, die halben Stunden Folgen kann ich nicht liefern. Also ich werde da versuchen, über 15 Minuten, also zwischen 15 und 17 Minuten Folgen zu liefern. Vielleicht noch, also zwischen 14 und 16, 17 Minuten so zu liefern und ja, aber warum war die nur 10 Minuten? Ganz simpel und einfach, wie man in der Folge schon bemerkt hat, habe ich Performance-Probleme. So, um euch aber trotzdem noch Folgen liefern zu können bis übernächste Woche, also sprich die ganze nächste Woche noch, am Montag und am Freitag, ist das leider die einzige Möglichkeit, indem ich die Folgen 10 Minuten lang mache jetzt. Die erste war dafür halt eben eine halbe Stunde und jetzt habt ihr dreimal noch, also jetzt noch zweimal 10 Minuten Folgen. Und danach geht es dann aber ohne Ruckler täglich mit 15, 16 Minuten rum. Oh, los. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber wenn ihr jetzt die PC einfach, also wenn mein Prozessor gerade zu schwach ist für die Pre-Release-Version, kann ich mir nicht dafür auch scheiße. Oh, 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 oh. Da nochmal mit dem Heck gegengeknallt. Was wir hier noch nicht probiert haben, ist den Toyota Corolla. Der Splinter erwartet. Hier Toyota Corolla Sprinter. Da kommt irgendwie Dings noch. Bear Shell Drive. Was macht denn das? Da kam die Tür noch runter. Ach so. Ja, okay. Hätte ich meine, ich denke bei Bear Shell. Stock Automatic. Stock Manual. Stock Automatic. So, hier schön im Weiß. Genau wie die Farbe. Wie der Schnee sozusagen. Nur sozusagen, sondern genau so. Wow, oh, der fährt hier aber ganz schön temporeich runter. Oh, und da haben wir was angedotzt vorne. Das wäre nicht so schön gewesen. Oh Gott, nein. Oh, aufpassen im Straßenverkehr, meine Lieben, sonst geht das ganz schnell tödlich aus. Und das wollen wir doch nicht. So, hier rechts. Jetzt muss man früh links einlenken, damit wir die Kurve schaffen. Noch halbwegs schnell. Aufpassen, wir wollen unseren Wagen nicht beschädigen. Links, runter und rein, rein, rein. Komm, 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 komm. Gut. Jetzt Gas über rechts.
durch die Kurve eng nehmen. Leicht am am Pfahl vorbei, am Laternenpfahl. Hoch, aufpassen mit der rechten Kurve und jetzt mit 7 km/h hoch, hochschleichen. Wir haben es endlich eigentlich. So, jetzt Gas geben. Und langsam. Oh, bremsen. Also nicht langsam bremsen, ich wollte sagen, langsam rechts reinlenken. Und da verlieren wir die Kontrolle und rutschen nach hinten ab. Oh, und da überschlagen wir uns auch noch. Oh, und da auch noch aufs Dach geknallt. Also das wäre ein ziemlich böser Crash gewesen. Dieser Kurve, da muss man... Nur weil wir zu weit eingelenkt haben und beziehungsweise zu spät gegengelenkt haben und dadurch sind unsere, ist das einge... Na, was meine ich? Genau, dadurch hat sich das Heck ausgebrochen, hat sich einmal komplett gedreht. Also, um 180 Grad gedreht. Nein, ich bin scheiße, weil sich, wir haben uns quergestellt. Und sind dann einfach nur bergab gerutscht. So, hier, oh, lol, der kann sich überschlagen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Naja, schon wieder was herausgefunden. Das dunkle Interieur dieses Wagens, hier ist Toyota Corolla Sprinters. Also übrigens, es befindet sich ein Formel 1 Wagen in der Mache von Basel Kiliab. Ich weiß leider jetzt nicht genau, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall, da freue ich mich richtig hart drauf. Also ich habe ihn schon bei Skype angeschrieben, aber da hat er bisher nicht geantwortet. Ich will nämlich versuchen, eine Beta davon zu bekommen. Ich werde ihn jetzt mal bei BeamG.com anschreiben, also auf der Website. Und mal sehen, mal sehen, ob er mir da eins gibt. Das wäre nämlich schon ziemlich geil, denn ich wollte schon immer einen Formel 1 Wagen im BeamG haben. Es ist keiner, also es ist jetzt nicht so einer, der so auf real getrimmt ist. Oh, er ist halt eben schon comichaft. Aber dennoch, es sieht ganz interessant aus. Warte, wollen wir den kurz nach oben bringen. Und, ja, also auf jeden Fall, die Aerodynamik schien auch ganz gut zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und hoffe, ihn so bald wie möglich in unserem BeamG zu ja, begrüßen zu können. So, bumm. Worauf ihr euch übrigens verlassen könnt, ist, dass ab... Ja, im Zeitraum um Weihnachten werden... Also, ja, etwa... Eigentlich ab übernächster Woche... komm, halt uns... Oh, nein, das war's. Das hätten wir noch überlegen können, aber jetzt wird's tödlich. Bam. Im Zeitraum um Weihnachten wird etwa, werde ich hier meinen PC zusammenbauen. Jetzt ist auch die Case, also das Gehäuse ist jetzt angekommen. Jetzt fehlt nur noch der RAM und der sollte in den, der sollte nächste Woche kommen. Hoffentlich, wenn es gibt. Muss ich nochmal anrufen. Nicht so nett. Naja, spätestens Dienstag rufe ich nochmal an. Werden es nicht bis dann eine Meldung kommen. Also jetzt hier ein Sprung über die Kuppe. Über Kuppe. Nicht über die Kuppe, sondern über Kuppe heißt es ja. Und ja. Und dann mit dem neuen Prozessor werde ich ja dann, also mit, überhaupt mit dem Upgrade werde ich ja einiges. Nicht verstanden. Werde ich ja viel mehr Leistung haben und ich denke mal, da können wir viel, viel mehr Fahrzeuge im BeamG gleichzeitig haben. Das heißt, da kommt einiges an Dual, an Action mit mehreren Autos. So ein Destruction Derby mit 4-5 Autos zum Beispiel. Auf jeden Fall. Oder mehrere Gerald T75s, also den Truck mal sehen. Wie gesagt, ich kann mir jetzt noch nicht die Leistung natürlich sofort vorher bestimmen, aber also schätzen kann ich nur. Es wird auf jeden Fall ziemlich geil, das wird viel besser laufen, das wird geiler. Und vielleicht können wir auch bei manchen Crashs diese Anfangs-, also diese Ruckler, beim, wenn der Crash passiert, passiert weg. Oh, das wäre ein sehr böser Crash. Boah, der wäre tödlich gewesen. Das wäre zumindest ganz schön. Aber mal sehen, wir werden das alles sehen. Und sobald alles da ist, was ja hoffentlich. Nächstes Wochenende passiert. Hier rechts rein nochmal. So, und dann fahren wir einfach mal runter. Jetzt werden wir mit 113 km/h aufprallen. Beziehungsweise aufschlagen, ist das ja schon, das ist kein Aufprall mehr. Jetzt nochmal da gegen den Baum hinten runter. Und auf die Straße. Wo uns jeder rammen könnte. Aber der Wagen, der crasht schon ziemlich gut, das muss man mal sagen. Also ist auf jeden Fall eine geile Mod, gefällt mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe es euch gefallen hat. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu War Thunder, da kriegt ihr
Das Spiel könnt ihr gratis spielen. Es ist ein Flugzeugkampfsimulator aus dem Zweiten Weltkrieg. Da werde ich auf jeden Fall noch Events machen. Also wenn ihr mit mir gegen andere YouTuber spielen wollt, meldet euch da unten gratis an. Ladet euch das Spiel gratis runter. Und anschließend können wir dann das gratis gegen andere YouTuber spielen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, denn ich brauche eure Unterstützung auf jeden Fall, denn alleine bin ich da drin ziemlich schlecht. Ich bedanke mich schon, hoffe es gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GCG. Ciao!